Hallöchen! Heute gibt es für euch eine kleine kurze Rezension zu diesem Buch von Anna Todd, The Brightest Stars Attracted. Dies ist der erste Teil einer Trilogie und es soll natürlich ihre neue Bestsellerreihe werden nach der After-Reihe. Hinten drauf steht, Stars need darkness to shine. Die 20-jährige Karina mag es nicht, wenn jemand ihr zu nahe kommt und verfolgt eine strikte No-Dating-Policy. Dann lernt sie den geheimnisvollen Kyle kennen. Er ist freundlich, er ist verschlossen. Und er ist sexy. Zugleich hat er eine unendlich sanfte Ausstrahlung und zieht Karina magisch an. Sie kann einfach nicht anders, sie muss diesem Mann nahe sein. Auch wenn sie durch ihre Leidenschaft in eine Welt hineingezogen wird, die noch düsterer ist als ihre eigene und dabei unendlich schön. Das Ganze wurde mir kostenlos zur Verfügung gestellt. Dafür bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei dem Verlag. Und ich möchte sagen, es tut mir sehr, sehr leid. Ich habe es versucht, aber es ist nichts für mich. Wie die Autorin noch das Genre. Muss sagen, mir war der Schreibstil zum Teil zu einfach. Anders angefangen. Wir fangen mal bei der Geschichte vielleicht an. Also, es geht um Karina. Karina arbeitet als Massagetherapeutin, wird das hier bezeichnet, in einer Massagepraxis, in einem Salon und tut dort eigentlich tagtäglich nichts anderes, als Menschen zu massieren. Eigentlich etwas eher Schönes, aber ja. Sie scheint nicht gerade so begeistert zu sein von ihrer Arbeit und ihrem Job. Also sie ist doch ein Stück weit auch frustriert bzw. verbittert, nach meinem Eindruck nach. Und dann taucht eben plötzlich jemand auf, nämlich dieser gewisse Kyle. Kyle ist ein Soldat oder ehemaliger Soldat. Und sie ist es nicht, also Karina ist es durchaus gewohnt, Kontakt mit Soldaten zu haben, denn ihr Vater ist auch einer oder war einer und sie hat oft Kontakt mit Soldaten gehabt oder in Gebieten gewohnt, die so eine halbe Stadt waren, so eine halbe Militärstadt, wo eben alle Soldaten auf einem Haufen waren. Das heißt, es ist nicht so unüblich. Allerdings ist eben dieser betreffende Herr sehr verschlossen und sagt fast gar nichts. Auch auf ihre Fragen reagiert er kaum. Sie findet es merkwürdig und als er wieder gegangen ist, macht sie sich dann immer noch ein bisschen Gedanken darüber. Wundert sich aber vor allem dann sehr, als er plötzlich bei ihr zu Hause steht. Denn sie hat eine WG mit... Den Namen habe ich leider vergessen. Elodie, so ähnlich, mit E. Und Elodie ist schwanger, ihr Mann ist Soldat, allerdings ist er irgendwie im Auslandseinsatz oder dergleichen. Es ist etwas merkwürdig, dass ein ihr unbekannter Kerl plötzlich in der WG auftaucht und da auch irgendwie bleibt, allerdings sehr verschlossen ist. Recht viel mehr kann und will ich dazu eigentlich gar nicht sagen, denn meinem Gefühl nach ist das Ganze dann eher so ein bisschen nach Schema F verlaufen, von wegen, sie finden ihn aber trotzdem interessant, macht merkwürdige Dinge, wie zum Beispiel, sie kennt ihn nicht wirklich und nimmt ihn dann aber einfach mit, am gleichen Abend noch, zum Essen, dass sie unglaublich hasst, dass jeden Dienstagabend stattfindet bei ihrem Vater, zusammen mit der neuen Frau des Vaters. Das kann Karina eigentlich gar nicht ausstehen. Kommt also auf die glorreiche Idee, Kyle mitzunehmen. Und er tut es auch noch. Das finde ich extrem merkwürdig. Würde ich aus irgendeinem Grund nie tun, weil ich mir denke, so wunderbar sympathisch finden die sich eigentlich gar nicht zu Beginn. Und dann machen die sowas. Aber gut, deren Entscheidung. Auch die restliche Gefühlslage und Entscheidungen aus dem Bauch heraus, meiner Meinung nach, wirken eher, als wäre das keine 20- oder Anfang 20-Jährige, sondern eher eine 15-Jährige. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie groß überblickt, was sie da so tut. Und deswegen wundert es mich sehr, dass es eben genauso läuft in diesem Buch, aber so ist es nun mal. Dieser geheimnisvolle, natürlich irgendwann extrem sexy dargestellte Kerl, ist dann natürlich das Anziehendste, was es nur geben kann. Ja, dann taucht auch noch der Bruder von Karina auf, der diverse Probleme hat. Es ist immer mal wieder die Besitzerin dieses Massagesalons mit von der Partie, sag ich mal, oder irgendwie im Gespräch irgendwie mit dabei. Aber ansonsten könnte ich mich jetzt nicht erinnern, dass noch jemand aufgetaucht ist, der besonders wichtig war. Und ich muss auch sagen, also ich kann verstehen, warum man weiterlesen möchte, wenn man das erste Buch gelesen hat. Ich möchte das aber nicht, weil ich schon vorab, also schon ab der Hälfte oder so, längst für mich beschlossen hatte, nee, das ist irgendwie nicht das, was ich lesen möchte. Das kommt mir zu sehr an.
weiß ich nicht, GZSZ, Daily Soap ran, was mir aber einfach zu, es tut mir leid, mir fällt kein anderes Wort ein, es ist mir zu blöd. Ich habe es natürlich gelesen, aber es hat auch nicht den Sog auf mich ausgeübt, dass ich gedacht hatte, ich muss sofort weiterlesen. Ich hatte das auch mal ein paar Tage liegen und habe gar nicht weitergelesen und hatte dann wieder den Eindruck so, ich weiß gar nicht mehr, was überhaupt drin voran. Das ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich gehofft hatte, so, ach, vielleicht ist es ja doch irgendwie was für mich. Heißt es nicht, dass ich alle anderen Bücher von ihr jetzt noch anfangen würde zu lesen, selbst wenn mir das gefallen hätte, sondern ich dachte, vielleicht eine kürzere Reihe, vielleicht ist es ja doch irgendwie was Spannendes für mich. Aber ich musste feststellen, die Autorin oder das Genre oder wie auch immer, genau diese Geschichte, haben nicht zu mir gepasst. Und deswegen kann ich euch nur ganz ehrlich meine Meinung dazu sagen. Für mich ist dieses Buch nichts. Ich werde es verschenken. Soll sich jemand anderes daran freuen? Sehr, sehr gerne meinetwegen, aber ich werde das nicht. Und deswegen können alle, die es gerne lesen, natürlich gerne lesen. Aber mein Stil ist es eben nicht. Deswegen für mich definitiv durchgefallen, aber vielleicht ja für euch etwas. Damit hoffe ich, habt ihr einen Eindruck gekriegt von diesem Buch und könnt euch eine eigene Meinung bilden. Ihr dürft natürlich gerne selber auch losziehen und mal reinschnuppern und mal reinlesen. Vielleicht, wie gesagt, das ist ja trotzdem eure Geschichte. Meine war es jetzt eben nicht. Dann hoffe ich, habt ihr noch einen schönen Tag und ich hoffe auch, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!